Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Woven. Ich bin jetzt das ganze Tal nochmal abgelaufen, oder die Berge, oder ja, hier halt alles. Und ich habe endlich gefunden, wo es, glaube ich, weitergeht. Und ich habe noch ein Patch entdeckt, den wir uns jetzt holen. Ich dachte, ich fange mal hier bei dem, bei der Blattlaus an, damit ihr wisst, wo wir sind und ich mich nicht einfach bunt irgendwo hinstelle. Ich muss nochmal durch diese Höhle durch und dann gehen wir erstmal dahin, wo wir das Katzenschnittmuster bekommen haben. Denn das war die Offenbarung. Genau da, bei der Katze, Katzen bringen halt doch Glück, bei der Katze habe ich gefunden, was ich übersehen hatte bisher. Ich bin dann so hier runtergelaufen, dachte mir so, okay, gut, guckst du hier nochmal, dahinter. Und dann stand ich so... Moment. Dann stand ich so hier und sehe... Oh, ein tolles neues Schnittmuster. Also, nicht Schnittmuster, Quatsch. Ein tolles neues Stoffmuster. I can't believe how many birds live here. Und als ich dann hier rüber gelaufen bin, da war es, glaube ich, irgendwo, fiel mir langsam aber sicher etwas auf. Hier beim Hochlaufen. Wir sind nie über diese Brücke rübergegangen. Vielleicht habe ich sie gesehen, als ich sie entdeckt habe und dachte mir, machen wir nachher. Vielleicht habe ich sie auch einfach komplett übersehen. Aber das ist der einzige Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Das heißt, da hinten muss es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Irgendwas. Ich bin noch nicht entlang gelaufen. Ich habe es nur gesehen und dachte mir so, okay, ich weiß, was ich übersehen habe. So. Kann unser kleiner Stuffy erstmal nicht mehr. Was haben wir denn hier Schönes? These buttons and levers require a delicate touch. And all the blueprints found in the meadows made Stuffy, well, a bit of a clutch. A new shape was needed. Aber die neue Form haben wir ja schon, dank unserer Katze. Tja, also, Stuffylein, drück mal. Und schon fährt ein Aufzug nach unten. Wunderbar. Und wir kommen sehr wahrscheinlich weiter, denn dafür haben wir ja das neue Schnittmuster gebaut. Oh, das ist hübsch. Kann ich die Farbe haben? These cliffs were mystifying. But what did it all mean? Moths gnawing on wool. Aphids gathering yarn. And all those sliding rocks they encountered in between. Glitch cursed at the fact that his memory was in tatters. For surely... They once held the key to the heart of these matters. Wir werden das sicher noch rausfinden, was es mit den Motten und allen auf sich hat. Erstmal bin ich aber froh, dass wir es weitergeschafft haben. Es tut mir so leid, dass ich das letztes Mal nicht gefunden habe, aber ich bin auch jetzt, wie gesagt, ich bin alles nochmal abgelaufen. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich nochmal ganz zurückgehen soll, für den Fall, dass ich da irgendwas übersehen hätte. Aber dann ist mir zum Glück beim Schnittmuster... dieser Weg aufgefallen. Oh, das wird toll. Was haben wir hier? Ach, das ist ein Baum. Okay. Ich dachte, ich wollte gerade fragen, was... still hadn't thought of a way to get Stuffy across the sea, where he knew, somehow, that his answers would be. Walking these cliffs gave him a lot of information to analyze. Maybe while exploring these cliffs, a solution would materialize. Da bin ich mir... There is more here than meets the eye. Flawlessly fitting into this woolen world. But why? Ich bin mir absolut sicher, dass wir noch eine Lösung finden werden, während wir hier sind. Auf jeden Fall können wir hier schon wieder umnähen. Da könnte ich durch, wenn ich einen Schiebearm hätte. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, dass wir gerade keinen haben. Denn hier steht die Nähmaschine so auffällig, dass wir da bestimmt durch müssen. Weil ich könnte ja eigentlich auch... Moment. Ich will mal was ausprobieren. So, bitte, Glitchy, ich brauche dich mal ganz kurz. Was haben wir denn für ein Schnittmuster, was nicht total furchtbar aussieht, finde ich, mit den Armen? Also, wo er keine so überdimensional riesengroßen Arme hat. Die sind auch ziemlich groß, glaube ich. Die Giraffe hat auch solche Riesenstampfer. Das Rentier vielleicht, oder die Ziege? Kann ich auch nur einen Arm umnähen? Ja, und das sieht gar nicht mal so. It seems as if the next discovery is just around the bend. So furchtbar aus. Ich würde es nämlich gerne mal ausprobieren, hier aufzumachen. Geht das jetzt? Ja, das geht! Wir brauchen nur einen Arm dafür, das ist schön.
Aha, zurück komme ich... Sehe ich das richtig? Ah, zurück komme ich... Nein. Zurück komme ich tatsächlich auch wieder. Auf der anderen Seite ist auch so ein Schiebeding. So, dann gucken wir doch mal. Da ist wieder eine Laus. Und da ist wieder so eine Maschine, wo wir dann eben nur mit der Laus durchkommen. Aber da müsste ich stampfen. Und ich habe gerade keine Stampfer. Was aber eigentlich kein Problem ist, denn wir haben auf der anderen Seite des Durchgangs ja direkt eine Nähmaschine stehen. Also gar kein Problem. Ich guck mal schnell, ob ich hier irgendwo wieder ein Muster finde. Das ist aber nö, leider nicht. Dann würde ich fast sagen, gehen wir einmal zurück. Und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob wir uns zuerst da umgucken sollen, da dahinter. Aber ich würde mal sagen, ja, denn ich bin mir fast sicher, wenn ich mir jetzt statt den Katzenbeinchen die, ich weiß nicht, Ziegenbeine oder so hole, damit wir eine sehr seltsame Katze haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so weitergeht. Irgendwie glaube ich, das ist tatsächlich eher was. Oder machen wir die Rentierbeine? Ja. Ja, es gäbe schlimmere Sachen. Es sieht nicht ganz so deformiert aus, wie ich das befürchtet hätte zuerst. Kann ich mit den Rentierbeinen überhaupt stampfen? Kann ich nicht, verdammt. Aha, wenn man einfach die Dinge falsch macht, ne? Was ist denn... Du hast Stampferbeinchen. Du hast Stampferbeinchen. Dann nehmen wir doch die Eselsbeine. Die sollten auch nicht so... Ja, das geht. Ich meine, wenn ich da jetzt halt die Elefantenbeine annähe, dann sieht das echt furchtbar aus. Ne, so nach dem Motto, das arme Tier hat geschwollene Beine und das sieht man auch sehr. Aber so müsste das eigentlich funktionieren. Ist es hier? Ja, hier ist es. So, mein Freund. Du bringst das hier rüber und ich gucke da einfach durch. Und im Idealfall... Nein? Okay, komme ich irgendwie anders auf die andere Seite? Gibt es hier irgendeinen Weg, der da durchführt? Irgendwo vielleicht? Kann ich hier drüber? Nee. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass wir das, ne, was die kleine Laus ist, da durchschiebt. Okay, dann nicht. In dem Fall würde ich das aber erstmal so lassen. Und würde mich dann... Da kamen wir her, oder? Hier kamen wir her. Muss man auch nur mal sicher gehen. Ja, da sind wir hergekommen. Da unten müsste jetzt unser Aufzug sein, immer noch. Oder? Sind wir hierher gekommen? Oh Gott. I do think the trees here are something special. Doch, hier kamen wir her. Aber lass mich nur mal ganz kurz gucken. Einfach nur hier so runterschauen. Aber ich glaube, da sehe ich auch nichts, was noch auf ein Schnittmuster hindeutet. Oder ein Farbmuster. Entschuldigung, ein Farbmuster. Da war nur die Höhle, durch die wir durchkamen. Ich muss mich einfach umschauen. Das tut mir sehr leid. Und dann auch wieder nicht, denn es gehört ja dazu. Aber ich will natürlich auch die ganzen Farben. Aber hier müsste dann tatsächlich der Weg gewesen sein, wo wir... Ja, gut. Da war leider nichts mehr. Na gut, dann bin ich da umsonst entlang. Aber ich habe aus meinem letzten Fehler gelernt, lieber irgendwo zu oft hingehen und sich umgucken, als denken, da habe ich ja schon alles eingesammelt, da gehe ich einfach nicht mehr hin. Ne, Stuffy? Sag's einem ja auch nicht, wenn da irgendwas war, was man übersehen hat. Und Glitch, du könntest dich ruhig auch mal melden und sagen, da, in die Richtung, guck. Ich schau da penetrant hin. Okay, wir sind also hier hoch und dann da durch, was sich als nicht so hilfreich erwiesen hat. Dann gehen wir erstmal in diese Richtung. Irgendwo muss es da ja weitergehen. Ich frage mich aber, wofür dann dieses Ding da hinten ist. Ich übersehe da bestimmt irgendwas, wo ich drüber kann. Aber da können wir nachher hinschauen. Es geht entweder nach oben weiter oder nach unten. Ich gehe erstmal nach unten. Vielleicht ist da ja auch der Schlüssel zu der kleinen Blattlaus.
Oh, da sehe ich ein neues Muster an der Wand, aber sehr unauffällig und unscheinbar. Aber hier, da haben wir eins. Capital, alles klar. Das haben wir dann also. Und dann versuche ich mir, wie gesagt, hier weiter runter zu gucken, ob ich nicht irgendwo... Hallo, wer bist denn du? Was machst du hier? Ein Maulwurf. Okay. Und da unten noch einer oder bist du derselbe? Okay. Hallo, Herr Maulwurf. Ich hätte mal eine Frage. Bleiben Sie mal bitte stehen. Ich möchte bitte Sie etwas, möchte bitte etwas in Erfahrung bringen. Hallo? Ich bin sehr dagegen, was Sie da tun. Könnte ich bitte mit Ihnen sprechen oder Ihr hübsches Rosarot scannen? Nein, es war ein Nein, aber da flog was. Was bist denn du? Oh, du bist ja noch ein viel hübscheres Rosarot. Gib mir das. Okay, Pinky. Oh, wie süß. Okay, ich muss da jetzt einfach mal was ausprobieren. Wir haben pinke Stoffmuster bekommen. Ich möchte bitte einfach mal, das müsste tatsächlich auch ein Muster jeweils sein. Pinky, wenn ich zum Beispiel das hier drauf nähe. Und auf die andere Seite das hier. Dann haben wir jetzt eine leicht angepinkte Katze. Und hier auf den Hintern bitte auch nochmal das. I do think the trees here are something special. Und da können wir dann das hier nähen. So, dann hören wir jetzt hier auf. Ich müsste mich jetzt einmal in die Sonne stellen. Ist immer so dunkel, wenn gerade keine... Da, jetzt ist es wieder heller. Das sind eigentlich ganz hübsche Muster, oder? Ich gucke mich hier trotzdem nochmal um, ob wir irgendwas sehen. War ich da schon, oder ist das jetzt etwas, wo ich hin muss? Auf jeden Fall geht es hier unten noch weiter. Ich gehe da mal rüber. Auch auf die Gefahr hin, dass es eine Sackgasse ist, aber wir müssen ja gucken. Vielleicht geht es hier auch weiter, da muss ich nochmal den ganzen Weg zurück, weil ich noch nicht weitergehe. Da sind garantiert noch tolle Sachen, die wir entdecken können. Und die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Aber vielleicht führt der Weg auch einfach nur über lange Umwege. A shadow was falling on this land, even here. Machines were everywhere, moved by unknown motives, coal and gear. Now some of them knitted or held information, showing no avarice, but others behaved strangely, and some even seemed dangerous. The bigger picture remained unclear. Manche der Maschinen sind sogar gefährlich. Ich glaube fast, wir müssen hier irgendwo weiter. Guck mal, da drüben ist... Ah, nee, da klingt glitschende... Ich wollte gerade sagen, da ist wieder ein Schalter, aber nee, da klingt glitschende Erinnerung. Na dann. Metal has a rhythm, that is part of the song. Singing harmony so artfully, together they are strong. Every gear in the clock is a part of the flock. All machines that thrive play a part in the hive. Serving one function, but without the refrain, not in conjunction. Things, a lot of things, were not as they should be. Okay. 2 von 5. Aber wir sind ja auch gerade erst angekommen, sozusagen. Und es kann wirklich sein, dass wir den ganzen Weg nochmal zurückgehen müssen, um Dinge zu finden. Aber erstmal gucken wir natürlich hier. A mysterious gleam came towards them, and much to their surprise, a peculiar shaped mushroom attracted tiny fireflies. They could be prompted to give quite the show, for Glitch's light could make the mushrooms glow. Okay, das ist ja schön. Wir können Pilze zum Leuchten bringen. Das machen wir auch, denn so komme ich vermutlich nur an diesem hübschen Frosch vorbei. Den ich aber auch erstmal scannen kann, für das vermutlich grüne Muster. Daisy. Okay. Bevor ich das machen würde, oder weißt du was, wir probieren das schon mal so. Glitchys Licht.
Nietzsches Licht. Lässt hier alles leuchten. Who made these cliffs this tall? Muss ich das hier drüben machen? Es ist da ein Muster drauf. Das scannen wir aber nicht, oder? Nee, schade. Na gut, leuchten. Muss ich hier drüben mit Leuchten anfangen? Na, dann können wir hierher. Okay, irgendwas mache ich hier noch falsch. Dann werden wir erstmal zurückgehen und gucken, was ich sonst noch übersehen habe. Denn wir waren ja noch nicht überall. Und ich bin mir fast sicher, dass es da noch interessante Sachen zu entdecken gibt. Da waren wir eben. Also hier müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall weiter. Hoffe ich. Wenn nicht, merke ich mir einfach, dass es da noch den Frosch gibt. Aber da ich gerade auf die Schnelle auch nicht weiß, wie ich das mit dem Licht zum Leuchten bringe, diese Pilze, damit die Fliegen sich weiter bewegen, gehen wir erstmal ein Stück zurück. Denn das mit dem, ja, nur mit dieser Blattlaus und dem Garn, das muss ja auch irgendwie gehen. Hätte ich da vielleicht länger stehen bleiben müssen? Ist auf der anderen Seite irgendwie auch noch mal eine Blattlaus, die das dann nach und nach öffnet? Warte, warte, hier war... The breeze carries such colorful scents. Okay, ich dachte für einen Moment, ich könnte da irgendwas scannen. Na schön. Da war die Nuss. Da sind wir dem freundlichen Maulwurf hinterher. Und dann gehen wir wieder nach oben. War ja eigentlich mehr Zufall, dass wir den hier runtergejagt haben. Ist aber eine schöne Möglichkeit, um einem zu sagen, ja, geh da runter. Auf jeden Fall da entlang. Das ist ein super Weg. Okay. Da oben ist noch viel zu viel, wo wir halt nicht gewesen sind. Deswegen auf keinen Fall gehen wir jetzt schon weiter. Und falls es da unten nicht weitergeht, dann irgendwann kommen wir schon wieder zurück. Was gibt's denn hier? Gab es hier überhaupt noch irgendwas? Da gab es dieses Muster, genau. Okay. Hier gab es nichts. Muss ich gerade nochmal schauen. Hier bin ich hergekommen. Da führte mein Weg nach oben. Und da drüben ist der Knopf. Dann gehe ich jetzt erstmal da drüben. Nicht runter, sondern hoch. Wir machen das ganz sinnvoll und logisch. Ne? Einfach wirklich schauen, dass wir alles durchgehen und nichts vergessen. Und auch in jede Ecke gucken, denn irgendwo könnte was sein, was wir brauchen oder was uns weiterhilft, weil wir vielleicht sehen, wo es hingeht. Da sieht man auf jeden Fall, dass es runtergeht. Zu den Maulwurfshügeln und der Nähmaschine. Das ist, glaube ich, der Hinweis, den wir bekommen, wenn wir hier hingehen. Es gibt irgendwie immer eine Ecke, von der aus man sieht, wo wir weiter entlang müssen. Habe ich so das Gefühl zumindest. Damit man nie ganz verloren ist. Das ist sehr schön. Und oft zeigen einem... Ah, da guck mal, da ist... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, da guck, da ist ein neuer Patch. Aber nein. Und hier komme ich gar nicht hoch. Sehe ich das richtig? Bin ich jetzt umsonst hier hochgelaufen für... gar nichts? Ah, nein, hier kann ich hin. Okay, so komme ich an den Baum vorbei. Das gibt's doch bestimmt auch einen Grund, warum ich hier entlang kann. Hier gibt's doch bestimmt entweder irgendwo... eine Farbe oder einen Weg, den wir folgen können. Da guck an, es gibt tatsächlich einen. Für nichts. Ernsthaft jetzt? Nicht mal ein Stoffmuster. Aber hier komme ich über den Wasserfall drüber. Ja gut, vielleicht bleibt uns tatsächlich nur, dass wir das mit dem Frosch jetzt machen müssen. Wobei, ich glaube, das mit der Laus, das muss auch noch irgendwie gehen. Da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal hinschauen. So, was gibt's denn hier? Kann ich da nach oben? Da kann ich hoch. Perfekt. Da sind wir nämlich noch nicht gewesen.
Okay. Such mysterious shapes fill this land. Dann bleibt uns scheinbar nur noch... Ich übersehe hier nichts, oder? Ja, dann gehen wir mal wieder zu der Blattlaus zurück. Irgendwo muss es da, wie gesagt, eigentlich weitergehen. Da ist ja nicht umsonst die Möglichkeit, dass wir dieses Garn da reinschmeißen. Also zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach nur... Es würde keinen Sinn machen, wenn es einfach nur so ist, du kannst das da tun, es hat aber keinen Sinn. Das würde nicht passen. Deswegen gehen wir da nochmal hin und schauen uns nochmal um. Irgendeinen Weg übersehe ich sehr wahrscheinlich. War ich hier schon? Ja, da kam ich her, oder? Ja, da kam ich her. Sehr gut. Okay. Bitte einmal schieben. Und dann hier durch. Genau. Und dann ist hier dieses komische Gerät, was das Ding da auf die andere Seite schmeißt. Und auf der anderen Seite muss es aber irgendwas geben. Und da muss ich jetzt hinkommen. Ja. Wieso? Wieso kann ich das machen, ohne dass ich... Ah, und hier komme ich auch nicht hoch. Mist. Wieso kann ich das machen? Und was... Es gibt ja einen gelben und einen roten, aber... Muss ich jetzt vielleicht hier zu dem gelben gehen und dann nochmal stampfen? Ach, guck mal, jetzt holt sie sich das gelbe Ding. Okay. Und dann stampfe ich jetzt hier nochmal mit dem roten. Denn jetzt macht sie hier hoffentlich die Tür mit dem gelben auf. Genau. So, durch mit uns. Und da guck an, noch eine Erinnerung, wie es aussieht. Warum kann ich hier die roten zurückschmeißen? These cliffs have changed. Deemed too dangerous for Stuffy's kind. Yet something had happened while Glitch was blind. Somehow they came. What was their aim? Was it fear that led them and metal they fled then? They lived in the caves, walking the ways. Did they still hide here? Dritte Erinnerung. Also ich komme hier zurück, gar kein Problem. Aber wieso gibt es dieses rote Garn? Oder muss ich erst das rote hier rüber werfen, beziehungsweise sie mit dem roten in die Nähe vom gelben locken, damit sie sich dann tatsächlich das gelbe da holt? Das könnte eventuell sein. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir hier tatsächlich, glaube ich, alles geschafft und können hoffentlich, denke ich mal. Be careful, Stuffy doesn't fall off. You know he can't swim. Dann bleibt uns jetzt, glaube ich, tatsächlich nur noch der Weg zu dem Frosch zurück. Hoffentlich finde ich den jetzt, ohne mich zu verlaufen. Sehr wahrscheinlich werde ich mich verlaufen. Ich kenne mich ja. Da kam ich hoch, aber da war... Nee, da komme ich gar nicht. Doch komme ich hoch. Aber da war ja weiter nichts. Da war nur dieses... Ja, ich glaube, wir müssen jetzt zum Frosch und dann gucken, wie wir den mit den Fliegen versorgen, mit den Glühwürmchen. Wir müssen die anlocken, aber Glitchs Licht geht so schnell wieder aus. Muss ich das öfter drücken, oder... Ich habe halt eigentlich erwartet, dass mir die Glühwürmchen nachfliegen würden. Gießen jetzt nochmal zu dem Frosch. Das war nicht hier.
Amazing, isn't it? Na gut, das war der Weg. Welchen sind wir nicht gegangen am Anfang? Der nach oben. Wir müssen wieder da, wo wir hergekommen sind. Das wäre hier gewesen irgendwo. Und dann sind wir nach oben gegangen. Weil ich gesagt habe, erst rüber zu dem Glühwürmchen nach unten. Das war hier. Ich muss mich mal ganz kurz nochmal orientieren. Wir sind hier reingekommen. Dann bin ich zuerst dahin. Von unten kamen wir. Es tut mir leid. Orientierungssinn, ne? Nicht vorhanden bei mir. Oder doch, doch, wir sind runter. Das war's. Zuerst sind wir nach oben gegangen und dann mussten wir nach unten für den Frosch. Und hier war dieses Capital. Genau, und dann kam hier das mit dem Maulwürfchen. Wo ich mich aber auch nochmal in den ganzen... Achso, das ist gar nichts hier. Ich wollte gerade sagen, in den ganzen Ecken und Windungen mich umgucke, ob ich nicht doch noch irgendwo eine Farbe bekomme. Aber das war ja gar nicht mehr hier. Nein. Okay. Frösche und Glühwürmchen. Wie machen wir das am besten? Er sagte ja, Glitschs Licht kann die Pilze zum Leuchten bringen. Das heißt, ich müsste... Be careful, Stuffy doesn't fall off. You know he can't swim. Ja, natürlich kann er das nicht, aber das ist auch egal jetzt. Er fällt da ja nicht runter, ich meine ganz ehrlich. Wir können gar nicht. Das Spiel ist so nett und erlaubt uns nicht, dass wir von Klippen springen können. Suicide Stuffy ist nichts, was es geben wird. Deswegen alles gut. Das wäre auch, ganz ehrlich, das wäre auch sehr makaber. Wenn du den armen Stuffy einfach irgendwo runterspringen lassen könntest. Ich habe keine Lust mehr. Tschüss. Wir müssten gleich da sein. Ein wunderschöner Wasserfall. Da probieren wir das in der Höhle einfach nochmal ganz kurz. Es wird schon irgendwie funktionieren. Beziehungsweise kriege ich dann schon raus, was ich eben gerade falsch gemacht habe. Was aber auch nicht schlimm ist, denn ich wollte mich ja sowieso dann nochmal umschauen. War ich hier unten in der Ecke schon? Ja, da gab es ja nur die Erinnerung. Kein Stoffmuster, leider. Ja, ich will Stoffmuster haben. Das ist Stoffmuster und Schnittmuster sind mir das Liebste. Was mache ich? Muss ich vielleicht hier bei euch anfangen zu leuchten? Guck mal, der Pilz leuchtet doch jetzt eigentlich. Pilze leuchten doch jetzt eigentlich. Jetzt vielleicht hier rüber. Dass ich die erst in diese Ecke locken muss. Ich meine, letztlich müssen sie vor den Frosch, aber die bewegen sich ja gar nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen irritiert. It's a lot breezier here. Hätte es ein Hauch windiger hier. Ich finde das irgendwie lustig, wenn es plötzlich auf sehr wahrscheinlich Niederländisch umswitcht. Also eigentlich leuchten die Pilze her. Vielleicht muss ich mich auch an genau die richtige Stelle stellen mit Glitch, damit das überall leuchtet. Nein? Aber warum denn nicht? Da sind Pilze. Da hinten die gelben, aber sonst... Wir haben auch keinen anderen Hinweis bekommen, außer dass Glitch die Pilze zum Leuchten bringen kann. Muss ich vielleicht die hier neben den Frosch direkt stellen? Hm.
meine, sobald wir hier drin sind und Glitch leuchtet, leuchten auch alle... Ah, doch, 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 warte, jetzt. Guck mal, jetzt sind sie auf den nächsten Pilz weitergeflogen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich sie dann weiter zum dritten bekomme. Leuchte, Glitchy. Sind sie wieder ganz vorne? Okay, pass mal auf. Wenn ich mich hier hinstelle und leuchte, dann fliegen die ein weiter. Aber wie kriege ich euch zum dritten? Nee, 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 bleibt schön hier. Wie kriege ich euch zum... Ah, warte mal, vielleicht wenn ich mich hier hinstelle? Jetzt noch beim ersten oder schon beim zweiten? Wir sind, glaube ich, schon beim zweiten Pilz. Oh, to be a bird and simply fly away. Bleibt schön hier. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie wir das schaffen, dass die hier... Nee, das... Ah, warte. So, und jetzt fliegt auch mal da vorne hin. Eben sah es aus, als hätte ich sie ein bisschen jagen können. Oder muss ich das eher so machen? So? Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Hier, der nächste. Jetzt verstehe ich das. Okay, dahin. Wobei, nein, geh mal hier hin nochmal. Und dann dahin. Ich will wissen, ob es einen Grund gibt, dass da hinten nochmal so ein Pilz ist. Gibt es einen besonderen Grund dafür? Nein, einfach nur, damit ihr hier einen Zwischenstopp habt und man das einmal falsch machen kann. Okay, dann kommt wieder hierher. Und dann hierher. Das machen wir doch. Danach hören wir auf, aber das mit den Glühwürmchen will ich jetzt noch fertig bekommen. Ich dachte, ich muss Glitch komplett leuchten lassen. So, ihr Lieben. Und jetzt auf das Fröschchen, oder? Nein. Dahin. Dahin. Hierhin. Und hierhin. Muss ich jetzt vielleicht vorsichtig... Okay, wir konnten an dem Frosch vorbei. Perfekt. Ja dann, Herr Frosch. Es war nett mit Ihnen. Schön, dass die Glühwürmchen jetzt hier sind. Ich mag den Frosch irgendwie, er ist süß. Und ich will ein Bild mit dem Frosch haben. Das ist schön. Hallo, Herr Frosch. Who made these cliffs this tall? Die Natur hat die Klippen so hoch gemacht. Lieber Herr Sprecher, das macht normalerweise die Natur.
So. Aber doch, wir haben jetzt hier quasi einen neuen Freund. Das finde ich gut. Aber bevor unser neuer Freund jetzt doch wieder den Eingang versperrt, gehen wir hier durch und ich sage vielen, vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir machen das nächste Mal mit Stuffy irgendwo hier oben weiter. Guck mal da. Irgendwo müssen wir da hinkommen. Ich glaube, ich sehe. Nein, ich sehe nicht. Doch, doch. Ich könnte eventuell sehen, wie. Hier geht es auf jeden Fall noch nicht weiter. Aber wir bewegen uns nach oben. Und bei der Nähmaschine, da machen wir tatsächlich den Stopp. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Woven. Bis dahin. Bye, bye.